Wir befinden uns im Südwesten Chinas, der ursprünglichen Heimat des Tees. In den pittoresken Dörfern der Bergregion von Shishuangbanna wird der berühmte Pu'er-Tee auch heute noch auf traditionelle Weise hergestellt. Von Frühlingsbeginn bis in den Herbst hinein ernten die einheimischen Bauern die zarten Blätter der Teepflanze, lateinisch Camellia sinensis. Die Verarbeitung des grünen Goldes erfolgt nach einem altüberlieferten, wohlgehüteten Rezept. Ob industriell oder traditionell produziert, der fertige Tee wird gepresst, verpackt und in alle Welt verschickt. Heute unternehmen nur noch wenige Karawanen die mühsame Reise über die alte Teeroute bis nach Tibet. 4000 Kilometer, 4 große Flüsse und 20 Berge in Lhasa erreicht haben. Shangri-La. Der steile Passaufstieg im Schneegestöber und der Abstieg ins nächste Tal ist für Einheimische sicher kein Problem. Unsere Karawanenführer jedoch kommen aus dem Süden Yunnans und sind subtropische Verhältnisse gewöhnt. Einmal hat es eine ganze Woche geschneit. Wir hatten kein Fleisch mehr und mussten warten, bis der Boden trocken war, damit wir weiterziehen konnten. Also warteten wir in unseren Zelten. Aber das Holz war feucht und wir konnten kein Feuer machen. Der Schnee hätte es sowieso gleich wieder gelöscht. Es war bitterkalt. Also ruhten wir uns aus, im Sitzen bis zum Morgengrauen. Die Nächte nahmen kein Ende. Die Berge im Osten Tibets versinken im Schnee. Ganz in der Nähe soll die Karawane Tee für eine Hochzeit ausliefern. In den abgelegenen Gebirgsdörfern ist eine solche Zeremonie ohne das köstliche Getränk undenkbar. Die Familie von Deming, dem Bräutigam, ist stolz, aber auch traurig. Deming ist gerade erst 16 geworden und seine Mutter weiß, dass sie ihn in Zukunft nur noch selten sehen wird. In Tibet ist die Eheschließung eine private Angelegenheit, aus der sich der Staat weitgehend heraushält. Viele tibetische Brautpaare verzichten auf eine Mitgift oder eine große Hochzeitsfeier, weil ihre Familien kein Geld dafür haben. Deming wird von nun an in der Sippe seiner Frau leben. Sein neuer Status als Ehemann verschafft ihm jedoch keinerlei Vorteile. Er wird seinen Lebensunterhalt als einfacher Arbeiter verdienen. Demings Brüder begleiten seinen Abschied mit Gesängen. Auch wenn es schwerfällt, der Sohn muss seine Mutter verlassen. Und die matriarchalischen Traditionen Tibets machen das noch schwerer. Die Hochzeitszeremonie wird von der Familie der Braut ausgerichtet. Die Mutter des Bräutigams ist davon ausgeschlossen. Ja.
Unter den aufmerksamen Blicken der Großmutter vollzieht sich das Abschiedsritual. De Ming und seine Brüder umkreisen die beiden Säulen des Hauses, von denen eine die Kraft des Vaters, die andere die Kraft der Mutter symbolisiert. Die Verwandten reihen sich ein und bieten ihre Geschenke dar. Auf diese Weise entlässt die Familie den Sohn in sein neues Leben. Es ist Zeit zu gehen. Der Bräutigam macht sich auf den Weg in das Dorf seiner zukünftigen Frau, wo bereits die Gäste auf ihn warten. Auch unsere Karawane ist dorthin unterwegs. Im Haus der Braut sind die Vorbereitungen bereits in vollem Gang. Umringt von ihren Tanten wird Yampa für den großen Tag schön gemacht. Um die Taille trägt sie die traditionelle siebenfarbige Schärpe. Jede Farbe steht für einen anderen Wunsch. Alle gemeinsam bilden sie einen Regenbogen und symbolisieren die Hoffnung auf ein langes, glückliches Leben als Mann und Frau. Yampa ist 19 und war schon einmal verheiratet. Da es in Tibet kein Ehegesetz gibt, können sich Paare trennen, wann immer es ihnen beliebt. Yampa hat ihren ersten Mann verlassen, weil sie nicht mehr glücklich mit ihm war. De Ming hat sie selbst ausgewählt. So will es der Brauch in Shangri-La. Die Karawanenführer singen, um ihre Ankunft anzukündigen. Sie steigen ins Tal hinab auf der Suche nach ein wenig Gastlichkeit am Ende eines langen Tages. Alle strömen zum Schauplatz der Zeremonie. Zuerst die Braut mit ihrer Familie, ganz in Blau, der Farbe des Himmels gekleidet, dann der Bräutigam in Begleitung seiner Brüder, um den Hals ein gelbes Gebetsband, Symbol für das Rad des Lebens. Und schließlich die Bewohner des Dorfes und der angrenzenden Täler. Bunt gemischt, arm und reich, Seite an Seite. Als die Karawane ins Dorf einzieht, hört es auf zu schneien. Während sich die Pferde von den Strapazen des Tages erholen, mischen sich die Männer unter die Gäste. Vor dem Haus der Braut wartet bereits ein Empfangskomitee, dessen Aufgabe es ist, ein spirituelles Band zwischen den Teilnehmern der Zeremonie zu knüpfen. Während er buddhistische Verse rezitiert, lässt der Schamane eine Art Räucherharz verglühen. Ein Gemisch aus Kräutern, Pflanzen und Harzen von den Berghängen des Himalaya. Mit ein wenig Yak-Butter versetzt, soll dieser Balsam dem jungen Paar Reichtum und Wohlstand bescheren. Der Anführer der Karawane überreicht den traditionellen Hada, einen weißen Seidenschal, Symbol für Reinheit und Glück. Dieses Mal ist die Beschenkte die Organisatorin des Festes, die mit Sicherheit auch alles bezahlt hat. De Ming scheint den Abschiedsschmerz verwunden zu haben. Schließlich hat er seine Brüder und die Karawanenführer, um ihn zu unterstützen. Während die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, übernimmt ein anderer Schamane die Rolle des Zeremonienmeisters. Noch halten sich Männer und Frauen in getrennten Räumen auf. Eine üppige Auswahl an köstlichen Speisen versüßt die Stunden des Wartens. Für die Karawane wird es Zeit, weiterzuziehen. Zwar ist weiterer Schneefall angekündigt, aber die Männer müssen heute noch in einem anderen Dorf Tee ausliefern. Sie wünschen Yampa und De Ming ein glückliches Leben und machen sich auf den Weg, auch wenn es schwerfällt. Unbeirrbar folgen sie dem Ruf der alten Teestraße. Bei Regen, Wind und Schnee, Tag für Tag,
Woche für Woche. Wenn das Schneegestöber dichter wird, halten sich die Männer am Schwanz ihrer Pferde fest. Das Leittier kennt die Strecke und hat genügend Erfahrung, um die Karawane nicht in einen Abgrund zu führen. Gefährlicher als der Schnee sind jedoch die rutschigen Eisplatten, die sich auf dem Boden bilden. Ich war 22, als ich zum ersten Mal mit einer Karawane loszog. Obwohl ich groß und kräftig war, fand ich die Reise sehr beschwerlich. Überall lauerten Gefahren, vor allem wenn es geschneit hatte. Der Schnee klebte unter den Hufen der Pferde und wurde zu Eis. Wir mussten die Hufe deswegen regelmäßig sauber machen, sonst wären die Tiere ausgerutscht und vielleicht in eine Schlucht gestürzt. Das war eine Frage von Leben und Tod. In den abgelegenen Bergdörfern Tibets ist die Ankunft einer Karawane ein großes Ereignis. Für die Einheimischen sind die Pferdeführer Boten aus einer anderen Welt. Bereitwillig erzählen die Männer ihnen von den Abenteuern, die sie auf ihren vielen Reisen erlebt haben. Früher einmal waren die Karawanen für die Versorgung der Menschen hier unverzichtbar. Sie brachten begehrte Waren, Botschaften von Familienangehörigen und Neuigkeiten aus der Stadt. Dank moderner Transportmittel und einer verbesserten Infrastruktur spielen die Karawanen heute eine eher unbedeutende Rolle. Nur noch wenige ziehen los, um die Dörfer in den abgeschiedensten Bergregionen mit Tee und anderen Waren zu versorgen. Hier wird ihr Besuch nach wie vor sehnsüchtig erwartet. So ist es Brauch, die weitgereisten Männer mit dem Besten zu versorgen, was man zu bieten hat. Eine warme Mahlzeit, ein bequemes Bett, eine Tasse Tee mit Jagdbutter zum Aufwärmen. Wer würde das nicht einer Nacht im Zelt irgendwo in den Bergen vorziehen? Die Pferde dürfen in Ruhe grasen, um neue Kräfte zu sammeln. Denn die Männer wissen, dass morgen eine der größten Herausforderungen der Reise auf sie wartet. Es ist der schwierigste Streckenabschnitt. Vier gewaltige Flüsse müssen überquert werden, darunter der Yangtze und der Mekong. Dort unten liegt die Fähre von Bong Slang. Die kleine Stadt verdankt ihre Existenz den zahlreichen Karawanen, die den Yangtze an dieser Stelle überquerten. Heute spielen Kinder auf der Fähre, doch damals wimmelte es in der Stadt von Händlern und Reisenden und das Fährboot war um vieles größer. Wir haben das Glück, einen der letzten Fährmänner zu treffen. Mein Name ist An Wu Changzu und meine Familie lebt hier seit 5 Generationen. Meine Vorfahren waren Karawanenführer, die sich irgendwann hier niedergelassen haben.
Bon Slang liegt an der alten Teeroute, die Yunnan mit Tibet verbindet. An dieser Stelle hier konnte man mit einer sehr großen Fähre über den Yangtze übersetzen. Während der Schneeschmelze im Frühling und im Sommer stieg das Wasser und überschwemmte die Ufer. 18 gute Ruderer waren nötig, um gegen die Strömung anzukommen. Die Männer mussten außerdem gut schwimmen können. In der Blütezeit der Karawanen war die Fähre dreimal so groß wie heute. 6 Mann standen an jedem Ruder und alle mussten im selben Rhythmus arbeiten. Man brauchte viel Kraft. Damals betrieb die Familie Chiaga die Fähre. Bezahlt wurde für jedes übergesetzte Lasttier und zusätzlich eine Art Wegzoll, der sogenannte Changling. Das war der Lohn für die Ruderer. Manche Fährleute verlangten auch Nahrungsmittel von den Reisenden und manchmal, wenn die ihr Essen nicht teilen wollten, haben die Ruderer sie und ihre Pferde in den Fluss gestoßen und sie dort ihrem Schicksal überlassen. Es kam auch vor, dass die Fähre kenterte und Menschen und Tiere ertranken. Irgendwann konnte die Familie Chiaga den Fährbetrieb nicht mehr bewältigen und gab die Konzession an das Kloster von Dongzhu ab. Wenige Kilometer flussaufwärts werden die Dörfer allmählich zu Städten. Neue Straßen und Verkehrswege führen immer mehr Menschen in diese Gegend. Es ist der Tag vor dem chinesischen Neujahrsfest, das mit dem tibetischen Frühlingsfest zusammenfällt. Etwa ein Dutzend Volksgruppen leben hier und jede von ihnen feiert auf ihre Art. Tian Shashi ist Han-Chinese und hat einen Sitz im örtlichen Gemeinderat. Seine Vorfahren waren Karawanenführer, bis sie sich irgendwann hier niederließen. Shashis Frau stammt aus Tibet. Das chinesische Neujahrsfest wollen die beiden ganz traditionell begehen. Hierfür kaufen sie eines der typischen roten Papierbänder, die mit Neujahrssprüchen versehen sind. Die Verse auf den Bändern verheißen Glück und Wohlstand für das kommende Jahr. Seht mal das da. Da steht: viel Erfolg, Reichtum und ein langes Leben. Wir sollten 2 nehmen. Ja, warum nicht? Anschließend kauft die Familie tibetische Gebetsfahnen, die am Dach ihres Hauses aufgehängt werden. Auf diese Weise respektieren sie die Tradition beider Kulturen. Die blauen Fahnen stehen für den Himmel. Die anderen Farben symbolisieren die Wolken, das Feuer, das Wasser und die Erde. Das sind die Grundelemente des tibetischen Glaubens. Zu Hause können die Vorbereitungen für das Neujahrsfest beginnen. Die vergleichsweise schmucklose Einrichtung des Hauses entspricht dem Stil der Han-Chinesen. Frau Tian macht sich an die Zubereitung des Festmahls. Wie man chinesische Nudeln herstellt, musste sie nach ihrer Heirat erst lernen. Mittlerweile jedoch sitzt jeder Handgriff. Bevor Shashis Eltern gestorben sind, lebten hier 3 Generationen unter einem Dach. So ist es seit jeher Brauch, sowohl bei den Han-Chinesen als auch bei den Tibetern. Die Jungen kümmern sich um die Alten und werden, wenn sie selbst alt sind, von ihren Kindern versorgt. Mein Großvater zog noch mit den Karawanen auf der alten Teestraße durchs Land. Ich gehöre zur 13. Generation meiner Familie.
Vor langer Zeit ließen sich meine Vorfahren hier nieder, um Gebrauchsgegenstände zu fertigen, die es hier in Tibet nicht gab. So konnte sich über die Jahrhunderte die chinesische mit der tibetischen Kultur vermischen. Das Ergebnis spricht für sich. Heute ist dies eine blühende Wirtschaftsregion. Früher kamen Händler aus China, Indien und Nepal hierher, um Geschäfte zu machen. Von hier aus wurde der Tee in die abgelegeneren Gebiete Tibets transportiert, auf dem Rücken von Yaks oder Pferden, weil es damals noch keine befestigten Straßen gab. Die Stadt wurde zu einem lebhaften Handelszentrum, in dem alle möglichen Volksgruppen aufeinandertrafen. Shashis Enkelin ist 3 Jahre alt und ihr chinesischer Großvater bringt ihr einen tibetischen Tanz bei. Er fühlt sich in beiden Kulturen zu Hause. Die alte Teeroute schlängelt sich weiter durch das tibetische Hochland. Die atemberaubende Schönheit der Natur macht jedoch nicht vergessen, dass das Verhältnis von Chinesen und Tibetern nicht überall so harmonisch ist wie in Shashis Familie. Vielerorts ist die Beziehung zwischen den beiden Völkern heute so kalt wie das Wasser, das durch diese majestätische Landschaft fließt. Unsere Karawane zieht an Darong vorbei, einer kleinen Stadt, die sich an einen steilen Berghang zu klammern scheint. Hier zeigt Shangri-La eine andere, überraschende Seite. In Darong wird Polygamie praktiziert, genauer gesagt Polyandrie. Das heißt, eine Frau kann mehrere Männer haben. Die tibetischen Buddhisten akzeptieren diesen uralten Brauch, weil er sich als äußerst praktisch erwiesen hat. Nehmen wir zum Beispiel Jing, die 2 Väter und 1 Mutter hat. Einige ihrer Freundinnen haben sogar 3 Väter. Wir betrachten die Dinge von einem moralischen Standpunkt aus. Grundsätzlich legen wir Wert darauf, dass die Jungen die Alten respektieren und von ihnen lernen. Solange dieses Prinzip gewahrt bleibt, sehe ich keine Schwierigkeiten, was die Polygamie angeht. Wir haben nichts dagegen, wenn eine Frau 2 oder 3 Männer hat. Es hat sich gezeigt, dass diese Lebensform sehr gut funktioniert. Sie ist ein Teil der Kultur der Menschen in Darong. Der jüngere Papa von Jing kommt gerade nach Hause. In der Tasche den Lohn für mehrere Tage Arbeit. Mein älterer Bruder ist zu Hause geblieben und hat sich um die Felder gekümmert. Ich habe als Hirte draußen Geld verdient. Jetzt bleibe ich zu Hause und mein Bruder sucht sich eine Gelegenheitsarbeit. Wir verstehen uns sehr gut. Wir sind eine glückliche Familie. Im Haus bereitet die gemeinsame Ehefrau für alle den Tee zu. Finanziell geht es polygam lebenden Familien sehr viel besser als anderen. Einer der Gründe dafür ist, dass die Arbeit in solchen Familien auf mehr Schultern verteilt wird. Die Frau kümmert sich um den Haushalt. Ein Ehemann bestellt die Felder. Und der oder die anderen Männer arbeiten außerhalb, um Geld zu verdienen. Alle teilen sich die Verantwortung. Es ist ein harmonisches Miteinander. Außerdem leistet die Polygamie einen Beitrag zur staatlichen Geburtenkontrolle. Laut Gesetz darf eine Frau, die mehrere Ehemänner hat, nur 2 Kinder gebären.
Wenn jeder dieser beiden Brüder eine eigene Frau hätte, ergäbe das schon 4 Kinder. Im Hinblick auf die Überbevölkerung ist die Polygamie also eine gute Sache. Die Familienfotos in Shangri-La sind gewöhnungsbedürftig. Hier in Darong stört sich freilich niemand daran. Buddhistische Gesänge und Gebetsfahnen. Wir nähern uns dem Dach der Welt. Hier beginnt das Reich der heiligen Berge. Der Sauerstoff wird knapp. Die Pferde können das Marschtempo nicht halten. Die Männer müssen das Geschirr lockern, um den Tieren mehr Raum zum Atmen zu geben. Tagsüber brennt die Sonne unbarmherzig. Trotz der Hitze ist es unerlässlich, Kopf und Körper zu bedecken, um die Haut gegen die ultraviolette Strahlung zu schützen. Nachts sinken die Temperaturen unter Null. Unsere Karawane macht jetzt häufiger Rast. Die Tibeter sind im Gegensatz zu den anderen Männern an die dünne Luft gewöhnt. Für den Anführer der Karawane steht nun die Gesundheit seiner Leute und der Packtiere im Vordergrund. Der Anführer der Karawane ist für die Verpflegung seiner Männer verantwortlich. Er sammelt Steine und schichtet sie um ein Feuer auf, sodass eine Art Backofen entsteht. Alle sitzen um das Feuer und essen. Der Anführer muss die Mahlzeit gerecht verteilen. Er selbst nimmt sich als Letzter. Denn auf der Teeroute sind alle gleich. Alle gehen dasselbe Risiko ein. Es heißt, wenn ein Tibeter länger als 2 Tage ohne Tee auskommen muss, wird er krank. In Tibet trinkt man den Pu'er-Tee mit einer Prise Salz und einem Klecks Yak-Butter. So angereichert wärmt das Getränk von innen und liefert die notwendigen Kalorien. Außerdem regt es die Fettverdauung an und reduziert den Milchsäuregehalt im Blut, der in großen Höhen deutlich ansteigt. Je weiter wir in diese Bergwelt vordringen, desto seltener werden die Dörfer. Litang erscheint uns deswegen wie eine Oase inmitten der Einöde. Mit 46.000 Einwohnern ist es die einzige größere Siedlung in der Region. Litang rühmt sich außerdem, die höchste Stadt der Welt zu sein. Ein imposanter Berg aus Gebetssteinen erhebt sich in der Nähe des örtlichen Lama-Klosters. Jeder Stein trägt eine Inschrift mit einem der 6 heiligen Wörter des tibetischen Buddhismus. Und jeder Reisende, der die Stadt wieder verlässt, hinterlegt eine solche Tafel, damit er gesund an seinem Ziel ankommt. 2 der insgesamt 14 Dalai Lamas, die es bislang gab, wurden hier geboren. Eine der grundlegenden Erkenntnisse des Buddhismus ist, dass das Leid in unserem irdischen Leben durch Begierde verursacht wird. Um echtes Glück zu erreichen, muss man die Begierde überwinden. Deswegen verzichten Buddhisten auf materiellen Besitz und verschreiben sich rituellen Werten. Das tibetische Wort Lama bedeutet weiser Mann oder spiritueller Lehrer. Ja.
Da sich die Mönche in den Lama-Klöstern selbst versorgen mussten, hatten sie ihre eigenen Karawanen. Bang Su erinnert sich. Ich war 13 Jahre alt, als ich ins Kloster ging. Später zog ich mit der klostereigenen Karawane durch Tibet. Wir transportierten Tee und Stoffe nach Indien und Nepal. Auf unserer Reise tauschten wir Tee gegen Jagdbutter. Für einen Teeziegel bekam man 2 Stück Butter. Alle 3 Jahre wurde die Leitung der Karawane 4 neuen Lamas übertragen. Diese ritten nach Zhongliang, dem heutigen Shangri-La, nach Xiaguang und Kunming, um Zucker, Reis, Tee und andere Nahrungsmittel zu kaufen. Anschließend brachten wir die Waren nach Lhasa auf den Markt. Mit dem Erlös wurden die täglichen Ausgaben des Klosters gedeckt. Heute leben hier nur noch 60 Lamas. Vor ein paar Jahren waren es noch 200. 4 von ihnen haben die Aufgabe, Handel zu treiben. Mit den Einnahmen werden Nahrungsmittel und Kleidung für die Mönche gekauft. Es ist noch gar nicht so lange her, da bestand eine Karawane aus mindestens 50 Lasttieren und 5 Männern. Mit einer Karawane mitzuziehen war nicht ungefährlich. Es kam vor, dass wir von Banditen überfallen wurden oder dass wir nicht genug Wasser für uns und unsere Tiere hatten. Im Winter war es noch härter als im Sommer. Ich bin jetzt 82 Jahre alt, aber ich erinnere mich noch gut an diese Zeit. Dieser gigantische schmiedeeiserne Kessel wurde vor 200 Jahren aus dem benachbarten Indien hierher gebracht. Damit ihn die Pferde tragen konnten, wurde er in mehrere Teile zerlegt, bevor ihn die Mönche wieder zusammensetzten. Mittlerweile ist er das Glanzstück jeder Zeremonie. Wenn sie Litong verließen, wussten die Karawanenführer, dass sie noch viele Herausforderungen bestehen mussten. Auch unsere Karawane zieht unermüdlich weiter. Kaum ist ein Berg oder ein Fluss überwunden, wartet schon der nächste. Unter uns fließt der Mekong, der an dieser Stelle Langzhong heißt. Hier entdecken wir die berühmten Salzbrunnen von Yenzhong. Die Salzgewinnung ist hier traditionell Frauensache. Fast 100 Mal am Tag steigen sie in die tiefen Felsbrunnen hinab, um salzhaltiges Grundwasser zu schöpfen. Ein solcher Eimer wiegt an die 15 Kilo. Anschließend muss die Sohle gefiltert werden, bevor sie in einem Salzbecken verdunstet. Insgesamt 20 Kilometer legen die Frauen täglich auf diese Weise zurück. Ihr Arbeitstag beginnt um 4 Uhr in der Frühe und endet um 7 Uhr abends. Musik
Nach dem anstrengenden Aufstieg gießen sie das Wasser in ein Becken, kehren zum Brunnen zurück und beginnen von vorne. Morgens und abends müssen sie außerdem die 5 Kilometer lange Strecke bewältigen, die ihr Dorf von den Salinen trennt. Die Männer von Yanzhang haben die Aufgabe, das Salz zu verkaufen, den Haushalt zu besorgen, das Vieh zu hüten und das Dorf instand zu halten. Das ist das Haus von Zhu Zhao. Der Tibeter ist mit einer Frau aus dem Volk der Nashi verheiratet. Die beiden bewirtschaften einen kleinen Hof und handeln mit Salz. Schon meine Vorfahren haben Salz gewonnen und verkauft. Heute tauschen wir Salz gegen Tee, Reis und Zucker. Salz aus Yangqing ist auf der ganzen Teestraße ein begehrtes Handelsgut. Es wird bis nach Indien transportiert. Ich war 17 Jahre Karawanenführer. 1951 hat mein Vater meine Heirat mit einer jungen Nashi-Frau arrangiert. Und die ersten 3-4 Jahre unserer Ehe verstand ich kein Wort von dem, was sie gesagt hat. Ich habe 6 Kinder. Der Familienrat hat beschlossen, dass meine älteste Tochter zu Hause bleibt, um ihrer Mutter zu helfen. Meine zweitälteste Tochter hat einen jungen Mann aus der Region geheiratet und die drittälteste arbeitet als Lehrerin in Jiangdu. Mein Sohn ist in der Gemeinde Gawa beschäftigt und meine jüngste Tochter hat einen Nashi geheiratet. Sie arbeitet an den Brunnen. Unsere Familie hält fest zusammen, die Generationen respektieren einander. Wir haben ein gutes Leben hier in Yangjiang. Regelmäßig ziehen die Karawanen durch Yangjiang, um das weiße Gold aufzuladen. Der Arbeitstag der Frauen indessen ist noch nicht zu Ende. Bevor sie in das 5 Kilometer entfernte Dorf zurückkehren können, müssen sie noch die Trockenbecken für den nächsten Tag anlegen. Vor einem spektakulären Bergpanorama häufen die Frauen Erde auf, streichen sie glatt und formen so ein auslaufsicheres Becken. Morgen werden sie ihre Eimer darin ausleeren. Nachdem das Wasser verdunstet ist, bleibt eine dünne Salzkruste zurück, die eingesammelt und in Säcke verpackt wird. Diese warten dann auf die Ankunft der nächsten Karawane. Kaum sind die Becken fertiggestellt, läuten auch schon die Glocken zur Abendmesse. Unglaublich aber wahr, im Reich der 1000 Buddhas lebt eine christliche Gemeinde. Die Seelen der Frauen und Männer von Yanzhang stehen unter dem Schutz von Jesus Christus. Zur Zeit des Kolonialreichs Indochina, von französischen Missionaren bekehrt, scheint es dieser Kongregation gelungen zu sein, tibetische Bräuche und christliche Rituale nebeneinander bestehen zu lassen. Ein Synkretismus, der wenig verwundert, wenn man bedenkt, dass im Herzen dieser Menschen Sonne und Mond zugleich wohnen. So die wörtliche Bedeutung von Shangri-La.
Die Pferde sind ausgeruht. Neben Tee, nun auch Salz im Gepäck, macht sich die Karawane wieder auf den Weg. Der nächste Gipfel wartet. Der Weg ist mühsam. Steile Aufstiege über loses Geröll fordern das Letzte von Mensch und Tier. Noch ist Lhasa nicht erreicht. Die Landschaft verändert sich. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir uns dem Herzen Tibets nähern. Wild zerklüftete Berge, die jede menschliche Ansiedlung unmöglich machen. Das Wasser der Flüsse ist kristallklar und eisig. Es weist uns den Weg in das heilige Land, nach Lhasa. Gegen die klirrende Kälte in dieser kargen Bergwelt gibt es nur ein Mittel, den Tee. Die Einwohner hier bereiten ihn seit Urzeiten auf die gleiche Weise zu. Und er ist für sie Garant für ein langes Leben und Verheißung einer glücklichen Zukunft.